auf die Entlassung von Enrico Maaßen beim FC Augsburg. Wir haben die erste Bundesliga-Trainerentlassung dieser Saison. Ja, und weil es um Enrico Maaßen und den FC Augsburg geht, wird dieses Video auch genauso nicht heißen. Nee. Das alleine reicht nicht. Man muss ja irgendwie dem beikommen, muss es so ein bisschen abfangen, dass es hier eben in der Tatsache um den FCA geht und deren Trainerentlassung. Wo du richtigerweise gesagt hast, es ist irgendwie so, es tangiert einen nur marginal. Es geht relativ viel an einem vorbei. Man kann jetzt nicht so tun, als ob man irgendwie emotional davon ergriffen wäre, was sportlich beim FC Augsburg passiert. Es ist mir, und ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, ich respektiere den FCA für die Arbeit, die sie da geleistet haben, aber es ist mir komplett egal. Es ist mir komplett egal. Die könnten inzwischen schon wieder Markus Weinzierl angestellt haben und ich habe es nicht mitbekommen. aber ja, Enrico Maaßen ist nicht mehr da. Nach einem schwachen Saisonstart, wobei ich finde, dass der Saisonstart natürlich auch großteils, und jetzt würde ich dieses letzte Wochenende explizit ausklammern wollen, gegen Gegner war, gegen die man natürlich als FCA auch verlieren kann. Aber ich glaube, die Statistik ist irgendwie 2 Siege aus den letzten 19 Spielen. Und ich glaube, diese Gesamtmenge ist dann eher das Problem gewesen, als tatsächlich dieser Start. Also, in Niederlagen gegen Leipzig, Bayern, Freiburg, meine ich, die kann man kassieren als FCA. Die kann man kassieren, vor allem im Auswärtsspiel, da ist nicht das Problem, du hast es schon angerissen. Wenn es nur das, was bisher in dieser Saison war, selbst mit der Pleite zu Hause gegen den Aufsteiger, was dir nicht passieren darf, dann reden wir, glaube ich, nicht drüber. Wir reden darüber, weil die Vorsaison eigentlich schon fast genügend Gründe geliefert hat. Also Enrico Maaßen geht nach 44 Pflichtspielen mit einem Punkteschnitt von 0,95. Das ist laut Transfermarkt.de der schlechteste Schnitt eines FCA-Trainers seit 1995. War das 95? Hast du nicht aufgeschrieben? Das weiß ich nicht. Okay, nee. Okay. Irgendjemand. Ja, waren ja auch noch Bayernliga wahrscheinlich. Also. Irgendjemand, der Thomas hieß, glaube ich. Okay. 10 Siege aus 41 Bundesligaspielen. 4 dieser 10 Siege kamen an den ersten 8 Spieltagen der letzten Saison. Wenn man nur von der Rückrunde 2022-23 ausgeht, hat er einen Punkteschnitt von 0,88 gehabt. Durststrecken von jeweils letzte Saison einmal 8 Spielen ohne Sieg, dann 7 Spiele ohne Sieg und dann nochmal von Ende letzter Saison in die neue reingehend auch nochmal 7 Spiele saisonübergreifend ohne Sieg. Also 3 Durststrecken. Sie waren in der abgelaufenen Saison letzter nach Expected Points und jeweils vorletzter bei Expected Goals und erwarteten Gegentoren. Also du kannst dir im Prinzip es gibt man muss ja sagen, erwartete Gegentore, letzter zu sein bedeutet, dass man die meisten erwartet. Genau, dass man die meisten erwartet. Also vorletzter bei erwarteten Toren und Gegentoren und letzter bei Expected Points. Du hast im Prinzip ein ganzes Buffet an Argumenten, an denen du Gründe raussuchen kannst, warum es richtig war, Enrico Maaßen zu entlassen. Ja, du hast es gerade schon gesagt, dass das Ergebnis vom Wochenende, die Niederlage gegen Darmstadt, hat natürlich jetzt den Ausschlag gegeben. Und ich glaube auch vor allem die Art und Weise dieser Niederlage mit 60 Minuten gar nichts, null. Und dem Anschluss und der Chance auf den Ausgleich überhaupt nur durch eine glückliche Fügung in dieser Situation. Und als Enrico Maaßen gekommen ist, kam er ja als Trainer des BVB 2, Rödlingshausen. By the way, ist diese der Hype der BVB 2 Trainer-Pipeline langsam zu Ende? Er muss vorbei sein. Weil also es gab David Wagner, das war kurz. Katastrophal. Und wurde dann sehr schnell katastrophal. Daniel Farke macht es jetzt gerade in Leeds. Okay. Okay, hatte ja. Norwich war eine gute Station. Dann gab es den, der bei Huddersfield dann nochmal nachgerückt ist. Hieß der nochmal? Oh. Hat auch eine Brille, oder? Nee, ich glaube nicht. Hieß der nicht Jan oder sowas? Ja. Der hieß Jan, glaube ich. Der Jan. Der Jan war da. Der mit Vornamen, Jan mit Nachnamen. Der Jan. Der Jan war da. Dann hast du Hannes Wolf gehabt, der war ja auch stimmt, BVB 2. Alter, jetzt stimmt. Hast du Enrico Maaßen, BVB 2. Also ich glaube, das war ja von Moment mal, war es quasi die heißeste Pipeline Deutschlands. Die heißeste Pipeline Deutschlands. Beststream 1. Mittlerweile würde ich sagen, das kann man getrost mal beiseite legen. Also der Track Record sieht nicht mehr so wahnsinnig gut aus. Aber meine Frage ist, hat Enrico Maaßen sich irgendwo auf dem Weg nach Augsburg verloren? Denn ich habe mal geschaut und Dortmund 2, Rödlingshausen, das ist nicht Bundesliga, ist vollkommen klar. Das ist auch nicht der FCA jeweils vom Standing innerhalb der Liga für den Verein, den er trainiert hat. Aber es waren Trainer, dessen Mannschaften 2,3, 2,5 Tore im Schnitt erzielt haben, die gerne offensiv gespielt haben, die aggressiv waren, die gestört haben, genervt haben und die eine Idee nach vorne hatten. Und das alles hat man ja beim FCA zuletzt gar nicht mehr gesehen. Ich glaube halt, wenn du beim BVB 2 arbeitest, wenn du bei Rödlingshausen arbeitest, nichts gegen diese Mannschaften, dann ist der Ergebnisdruck und der Druck nach kurzfristigem Erfolg nicht so groß wie in der Bundesliga selbstredend. Und ich glaube einfach, dass Enrico Maaßen sehr, sehr schnell an der sportlichen Realität zerschellt ist, die es heißt, Bundesliga-Trainer zu sein. Denn er ist ja angetreten eigentlich
mit der Absicht, mit dem Ziel, den FC Augsburg fußballerisch weiterzuentwickeln. Und der FC Augsburg hat insgesamt unter seiner Amtszeit in der ersten Saison 7 Spiele gehabt, in denen Augsburg mehr Ballbesitz hatte als der Gegner. Weißt du, wann die waren in der Saison? 2 davon waren direkt im August gegen Freiburg. Das war nämlich Freiburg. Früh, das weiß Im ich ersten Spieltag gegen Freiburg, da haben sie 0-4 verloren. Ja. Und dann in einem Heimspiel gegen Mainz haben sie 1-2 verloren. Fun Fact, alle 7 Spiele, die Augsburg mehr den Ball hatte als der Gegner, haben sie verloren. Ja, es ist nicht so richtig ermutigend, das dann weiter zu verfolgen, die Strategie, ne? Genau, und ich glaube einfach, weil dann kamen plötzlich kamen so ein paar Siege in Leverkusen gewonnen gegen Seoane mit irgendwie 30% Ballbesitz. Und dann plötzlich hat der alte FCA-Weg wieder gegriffen und die Ergebnisse geliefert, die er ja auch gebraucht hat, um im Amt zu bleiben. Und ich glaube, dann ist man relativ schnell einfach wieder zurückgefallen auf die gute alte FCA-Schule, weil das zumindest kurzfristig die nötigen Ergebnisse geliefert hat. Aber spätestens zur neuen Saison, also der jetzt laufenden, hätte ich mir gewünscht, dass man den Ansatz nochmal neu aufgreift. Ja. Vor allem mit der Art und Weise, wie der Kader weiterentwickelt und in meinen Augen auch verbessert worden ist. Und das ist halt komplett ausgeblieben. Wir haben in 50 fast im Gegenteil. Ne? Die Entwicklung ging fast eher zurück als nach vorne beim FCA. Wir haben ja in 50+2 darüber gesprochen, dass es gibt in der Regel so ganz vereinfacht gesagt 2 Typen von Mannschaften. Es gibt dynamische, vertikale Umschaltmannschaften, die dafür notwendigerweise aus dem Produkt der Spielweise heraus Mängel im Passspiel haben, keine gute Passgenauigkeit haben, was auch immer. Oder es gibt langsam spielendere Mannschaften, die das Spiel kontrollieren, hohe genau, Passquote haben. Ich weiß ganz genau, wo das hingeht. Ja, und wo würdest du Augsburg einsortieren? Und Augsburg ist halt weder das eine noch das andere. Manche sind best of both worlds, Augsburg ist worst of both worlds, weil sie spielen weder schnell und dynamisch nach vorne und gefährlich, noch sind sie in der Lage, das Spiel zu kontrollieren über irgendwie Passsicherheit. Unglaubliche Passquoten. Ich habe auch vorhin einmal kurz überflogen. Unglaubliche Passquoten im FCA-Kader. Letzte Saison gab es eine, da haben sie es fertiggebracht gegen Bochum, glaube ich, was sie 3-2 verloren haben, mit mehr Ballbesitz. Also über 50% Ballbesitz, eine Passquote zu spielen von 60% oder sowas. Das ist völliger Wahnsinn. Also das kannst du eigentlich nicht rechtfertigen und erklären. Und deswegen ist das, was jetzt passiert ist, folgerichtig. Vor allem, wenn man den Kader anschaut. Ich habe mir echt nochmal die Mühe gemacht, die Mannschaft anzugucken. Luca ist der Stürmer. Luca ist der Stürmer, ja. Patrick Pfeiffer, so rum, von Darmstadt gekommen. Ist ein Spieler, den viele andere Bundesliga-Clubs auch gerne ablösefrei geholt hätten, der vor allem neben seiner ganzen Athletik und Physis auch tolle Qualitäten im Spielaufbau hat. Du hast mit Dion Beljo einen Stürmer geholt, der aus Kroatien kam, damals mit einer Empfehlung, als Stürmer eine Passquote zu spielen von 81%. Wo es auch hieß, halb Europa war hinterher und sowas. Halb Europa hinterher. Du hast mit Niklas Dorsch einen Mittelfeldspieler damals geholt aus Belgien, der in Belgien auch tolle Passquoten hatte, ein toller, progressiver Passspieler war, mehr Box-to-Box, würde ich sagen, als er beim FCA in der vollen Saison, wo er fit war, dann eher fast nur Sechser gespielt hat, sehr, sehr limitiert nach vorne in seinen Möglichkeiten, was er eben vielleicht auch taktisch zugestanden bekommen hat. Und wenn ich diese Mannschaft durchgehe, also wie gesagt, Beljo, Dorsch, Tim Breithaupt, der alle Anlagen hat, um ein guter Ballverteiler zu sein, der ja so ein bisschen auch gesehen wurde als so eine Art Julian Weigel-Regen, ganz vereinfacht gesagt, dann erzähl mir nicht, dass diese Mannschaft nicht das Spielermaterial hat, um einen besseren oder kontrollierenderen Fußball zu spielen, als sie es zuletzt gemacht haben. Mannschaft mit viel weniger haben schon viel mehr gespielt in der Bundesliga. Das würde ich auch so sagen. Und ich glaube, dass bei Enrico Maaßen halt das passiert ist, was wir jetzt gerade schon so ein bisschen haben durchklingen lassen. Er hat es versucht mit seinem Stil, ist damit relativ schnell, relativ doll gescheitert. Und dann startete eben dieser Prozess hinzu, dann werden wir eine reine Ergebnismannschaft, scheißegal wie das aussieht. Und wenn der dann nicht funktioniert, wenn diese Ergebnisse dann nicht kommen, dann guckt man halt schnell drauf, so wie wir am Montag in 50+2 und sagen, was soll das sein, Alter? Was versucht ihr da? Du kannst Ergebnisfußball nur so lange rechtfertigen, wie die Ergebnisse stimmen. Und in dem Moment, wo die ausbleiben, geht dir alles flöten, weil du hast einfach keinen Kredit, den du dir irgendwie über die Art des Spielens aufgebaut hast. Und dann kommt noch dazu, dass die Frage, wie sehr steckt dann nur Enrico Maaßen dahinter, bei der Personalie Jauwe Leeuw zumindest. Ja, seltsam. Aber du hast einen Kapitän gehabt, den du ohne Not, hast du einem Jahr vorher gesagt, wir verlängern nicht, 2024 ist Schluss, hast den sportlich degradiert, überhaupt keine Sicherheit reinbekommen, musstest dann die Rolle rückwärts machen, den Spieler zurückholen. Hast ja auch übrigens den Sport, er ist übrigens zurückgekehrt, nachdem Reuter offiziell rauswarf. Ich weiß nichts, ich sag nur, ist mir aufgefallen, dass Reuter raus war und kurz danach hieß es, Jauwe Leeuw kann zurückkehren. Da ist halt die Frage, wie sehr hat Maaßen das mitgetragen oder ist ihm das von oben nach unten diktiert worden, weiß man nicht. Aber da spielt der Trainer eine Rolle, das sieht nicht gut aus, so eine Rolle rückwärts zu machen. Anderes Thema, du hast mit Arne Engels jemanden, der in einem halben Jahr Bundesliga angedeutet hat, wie viel kreatives Talent er mitbringt. Ist ein guter Rechtsverteidiger. Durchschnittlicher Rechtsverteidiger in der Bundesliga, wenn alles gut läuft für mich. Also wirklich,
ein Lichtblick beim FCA, jemand, der Sachen kreiert, der Esprit hat, der vor allem dieses Mittelfeld einfach von seinem Einfallsreichtum, von seinen technischen Fähigkeiten total aufwertet. Und dann hast du als Trainer die Idee, was könnten wir aus dem machen, wie du schon sagst, wir machen den zum Rechtsverteidiger. Und auch da musste er dann irgendwann die Rolle rückwärts machen. Hat nicht funktioniert. Vielleicht war der Gedanke, er hat wahrscheinlich selbst bemerkt, okay, der ist zu talentiert, um nicht zu spielen, aber jetzt müssen wir uns was überlegen. Ja, und dafür dann halt, also nichts gegen Elvis Rexbeschei, aber nee. Elvis Rexbeschei ist halt die Art Spieler, die du hast und spielen lässt, wenn du genauso weitermachen willst, wie der FCA bisher immer in der Bundesliga gespielt hat. Aber halt darüber hinaus sehe ich es eigentlich nicht. Und das sind einfach so kleine Dinge auch. Also wie gesagt, Rauvaleo, kleine Klammer, aber Arne Engels zum Beispiel, finde ich, ist eine Handhabe. Das fällt einfach, wirft kein gutes Licht auf den Trainer. Nee. Wenn du so eine Entscheidung triffst und dann innerhalb von ein paar Spieltagen merkst, okay, offensichtlich funktioniert das nicht. Nee, da hast du auch vollkommen recht. Und ich finde auch, wir haben jetzt gerade schon mal kurz über die Kaderqualität gesprochen. Und es ist natürlich kein Europakader. Es ist nicht so, dass, wobei es übrigens mit einem sehr guten Trainer kann man sich bei dem Kader auch vieles vorstellen, aber für Europa müsste schon alles auf die Füße fallen, sage ich mal. Aber es ist eben ein Kader, der gerade in dieser Bundesliga-Saison, wo wirklich viel, viel Fallobst rumläuft in der Liga, gut genug sein muss, um relativ souverän die Klasse zu halten. Problemlos eigentlich. Ja. Also wirklich, Europakader muss man nicht in den Mund nehmen. Sie haben ja auch mit Mergin Berisha spät in der Transferphase einen eigentlich wichtigen Spieler verloren, auch wenn das so ein bisschen, glaube ich, einkalkuliert war oder wirkt es zumindest. Sogar, gewollt sagen, vielleicht sogar ein wenig. Trotzdem muss man sagen, ich gucke auf diesen Kader und ich lasse mir auch nicht da reinreden, dass es nicht so wäre. Mit dem muss es möglich sein, komfortabel irgendwas zwischen Platz 9 und Platz 13 zu belegen. Ja. Und das ist ein Anspruch, dem muss dieser Kader gerecht werden können. Und wenn du das als Trainer nicht leisten kannst, bist du vielleicht einfach nicht der richtige Trainer. Demirovic, Beljo würden bei der Eintracht Stamm spielen im Sturm. Nur mal so, damit man mal so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, was das für Qualitäten sind in dem Kader. Breithaupt würde bei der Eintracht wahrscheinlich sogar auch aktuell erste Option im Mittelfeld von der Bank sein und so. Also das ist ein Kader, der durchaus Spieler hat, die mehr können. Und sie haben es einfach nicht hinbekommen, warum Enrico Maaßen diese Entwicklung zurückgemacht hat. Wir können nur spekulieren. Klar ist aber, jetzt guckt der FCA nach vorne. Oder hast du noch was nach hinten zu gucken? Nee, lass uns nach vorne gucken. Ja. Auf denjenigen oder diejenigen, die in Frage kommen als potenzielle Nachfolgekandidaten. Es wurden ein paar Namen genannt. Für mich gibt es einen, der ganz klar als Favorit heraussticht. Ich weiß, wer es ist. Und ich würde sogar unterschreiben, obwohl ich nicht sein größter Fan bin. Ich vermute Breitenreiter von den gehandelten Namen. Ja. Von den gehandelten Namen halte ich ihn auch für die beste Option. Und da muss man auch sagen, das ist ja auch keine Frage von Geschmack, ob man Breitenreiter als Trainer mag oder nicht. Es gibt einfach ein paar Faktoren, die es halt sehr, sehr nahelegen. Weil der aktuelle Augsburger Sportdirektor, Marinko Jurendic, hat eben mit André Breitenreiter bereits in Zürich gearbeitet. Oh, ist mit sehr ihm erfolgreich. In Zürich Schweizer Meister geworden. Mhm. Also die haben einen Track Record gemeinsam. Und man weiß und sieht ja oft, dass solche Entscheidungen gerne getroffen werden nach dem Motto, wen kenne ich noch, mit dem ich schon mal gut gearbeitet habe. War Breitenreiter schon mal Augsburg-Trainer? Nein. Nee, ne? Ich habe bewusst, man könnte sein. Also, 50-50, wirklich. Das würde 100% passen, also 100%. Aber ich glaube, Breitenreiter war Paderborn, Hannover, Schalke, jetzt hier Hoffenheim. Das sind, glaube ich, Zürich und das war's in die vier deutsche Vereine, glaube ich, die ich schon habe. Den größeren Vereinen, die trainiert hat, ja. Was los? Und Zürich! Und ich finde, Breitenreiter würde gut passen, weil Breitenreiters Hauptformation, Wunschformation, die er gespielt hat, ist in irgendeiner An- und Abführung ein 3-5-2, also mit wirklich drei zentralen Mittelfeldspielern, mal mit 3-4-1-2, also mit einem Zehner hinter zwei Stürmern. Das gibt der Kader her. Gibt der Kader her, weil das haben wir bei Gladbach auch schon gehabt, das Thema. Ich muss sagen, mittlerweile mein Herz erweicht immer mehr und mehr Richtung Dreier-Mittelfelder. Ich liebe das haben wir, die Entwicklung konnten wir beobachten. Ja, ich liebe Dreier-Mittelfelder einfach, weil ich finde, du kriegst. Ist aber auch einfach gerade sehr angesagt und erfolgreich. Und du kriegst einfach eine gute Balance rein, weil du kannst verschiedene Spielertypen kombinieren. Für mich ist das ideale Setup. Du hast einen klaren Sechser. Zum Beispiel könnte das hier Tim Breithaupt sein. Ja. Du hast einen All-Action-Spieler. Man muss das so einmal fairerweise sagen: Breithaupts Einsätze bis jetzt in der sehr, sehr kleinen Sample-Size in seiner ersten Saison Bundesliga war noch nicht toll. Aber die waren nicht toll. Das ist bei so einem Spielertypen, muss man ihm halt das Vertrauen geben. Ja, und die waren nicht toll, aber die waren auch toll nicht toll in einem beschissenen Umfeld, wo es auch schwierig ist, glaube ich, erstmal Leistung zu bringen. Ich glaube, da gibt es auch leichtere Wege, das umzusetzen. Oh, ja. Aber wir haben in der Theorie Breithaupt, klarer Sechser. Du hast einen, sag ich mal, All-Action-Spieler, Box-to-Box, der alles ein bisschen macht. Willst du Dorsch da wieder reinballern? Will ich Dorsch sehen. Warum auch nicht? Weil ich finde, Dorsch hat in Belgien gezeigt, dass es eigentlich zu schade ist, sein Output zu limitieren auf reine Sechs zu spielen.
Und dann halt einen offensiven Achter, und das wäre für mich Arne Engels. Und ist für mich ein deutlich, direkt auf den ersten Blick, spielstärkeres Mittelfeld, als damit irgendwie Rechtsbescheid Dorsch reinzureiten mit dem Zweiermittelfeld. Dann kannst du Arne Meyer als Pendelspieler bringen für Arne Engels, wenn du willst und so. Das klingt schon ganz gut. Und Demirovic, die Dreierkette gibt es auch her. Innenverteidiger ist vielleicht die größte Stärke beim FCA, würde ich sogar sagen. Also wenn du Udokai, Pfeiffer, Ravaleo aufstellst, hast du eine sehr gute Innenverteidigung. Ja. Pfeiffer ist das Spiel mit der Dreierkette eh gewohnt aus Darmstadt, hat da sehr gut gemacht, dass diese Rolle gespielt. Der Kader gibt es auf jeden Fall her. Deswegen Breitenreiter wäre für mich aus der Nähe zum Sportdirektor und dem, was der Kader hergibt, die naheliegendste Wahl. Andere Namen aktuell, Ralf Hasenhüttl, wo ich sage, ist der so tief gefallen? Vielleicht ist er einfach, vielleicht will er einfach mal Bundesliga, jetzt geht eine Tür auf, ich weiß es nicht. Mich würde es tatsächlich auch überraschen. Hasenhüttl ist für mich aber auch ein sehr, sehr schwer einzuschätzender Trainer. Ich kann, weißt du, weil der hat ja auch irgendwann mal schon offen kokettiert, damit das vielleicht einfach Schluss ist irgendwann bei ihm und so. Und also ich sehe die, wenn ich Quoten machen würde, sehe ich die Chancen gering, dass er zu Augsburg sehr gering. Und der letzte Name, der aktuell fällt, ist Stefan Kunz. Ja. Und das wird vor allem gebracht, weil er und Stefan Reuter eine Connection haben und sind ja auch 96 zusammen Europameister geworden. Ja. Aber die Wahrheit ist halt auch, Stefan Kunz war zum letzten Mal auf nennenswerter Ebene Vereinstrainer vor 20 Jahren. Und das ist schon nochmal eine andere Nummer, als eine Nationalmannschaft zu trainieren. Mir wird die Aktie Kunz eh zu heiß in Deutschland gehandelt, bei allem, was aufgeht. Ja. Wo ich immer denke, wieso? Auch als wir über die Nachfolge von Julian Nagelsmann geredet haben, nur kurzer Schwenk, haben viele Leute mich nochmal angeschrieben, angetweetet, ihr habt Kunz ja wahrscheinlich unabsichtlich vergessen. Nein. Ich sehe es einfach nicht. Also ich wüsste nicht, basierend worauf. Einmal U21, okay, ja. Aber es ist auch nicht so, dass wir Horst Ruprecht direkt zu A-Nationaltrainer gemacht hätten. Und danach, Türkei war okay. Ich glaube, Stefan Kunz war ein guter Trainer für eine U21, weil er auch wie jemand wirkt, der junge Leute gut ansprechen kann, der in der Lage ist, eine positive, gute Teamatmosphäre zu schaffen. Aber zur Cheftrainerarbeit, vor allem auf Clubebene, gehört eben noch ein bisschen mehr dazu. Ja. Und da seit 2 Jahrzehnten nicht aktiv gewesen. Das kannst du dir als Experiment von einem stabilen Verein vielleicht mal erlauben, wenn du in einer guten Situation aber bist. Aber nicht, wenn du gegen Abstieg spielst. Jetzt gerade, wo es darum geht, eventuell, dass es eine existenzbedrohende Saison in der Bundesliga werden könnte, so einen Versuch zu wagen mit Stefan Kunz, sehe ich überhaupt nicht. Da macht es deutlich mehr Sinn, mit einem Trainer zu arbeiten, der halt einfach im Saft steht oder zumindest einfach Club auf Club-Ebene in den letzten Jahren auch gearbeitet hat. Deswegen ist für mich ganz klar André Breitenreiter mein Favorit. Ich würde mich anschließen. Wir müssen aber hier fairerweise nochmal sagen, nach 17 Minuten, dass sie einen Interimstrainer haben. Tobias Strobel, weißt du, Tobias mit vorne? Ja, ich glaube schon, ja. Ja, Trainer der zweiten Mannschaft ist jetzt für den Augenblick Trainer der ersten Mannschaft, 35 Jahre alt, unbeschriebenes Blatt. Hätte mir gewünscht, dass du Tobias Werner sagst. Ja, das war der Spieler, der ganz köpfige. Der FCA-Legende, ne? Ja, genau. Aber ich würde, also es würde mich nicht überraschen, wenn die Strobel-Ära endet, bevor er einmal auf der Bank sitzt, 2 Wochen Pause jetzt. Ich könnte mir vorstellen, dass der Nachfolger in dieser Zeit präsentiert wird. Also wenn du es nicht hinkriegst, in den 2 Wochen einen Nachfolger vorzustellen, wann dann? Ja. Also wir haben ja auch extra gesagt, es wäre blöd, diese Länderspielpause nicht zu nutzen, weil das eine der wenigen Chancen ist. So viele Nationalspieler wird der FC Augsburg auch nicht stellen, den neuen Trainer auch ein bisschen mit Vorlauf mit der Mannschaft arbeiten zu lassen. Und ich glaube, da haben wir zum Thema fast alles gesagt. Ja. Das bedeutet, jetzt seid ihr gefragt, eure Meinung zur Entlassung von Enrico Maaßen beim FCA in die Kommentare. Gerne Kandidaten als Nachfolger, die wir nicht genannt haben. Vielleicht gibt es noch einige. Ja. Und das war's für uns von heute. Liken, abonnieren, tschüss sagen. Das. Tschö.